Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Maya Podcast. Wir sind heute in der Stoffwechselgalerie und rechts neben mir sitzt der gute Mann Cedric Pintarelli. Guten Tag, Cedric. Guten Tag. Als stolzer Besitzer deines Jobtickets, man sieht das auch gerade in der Kamera, hast du ja die Möglichkeiten, halt das Ding nochmal still, von Heidelberg nach Mannheim zu fahren. Und du bist jetzt auch mehr, glaube ich, aktuell mehr in Mannheim als in Heidelberg aktiv. Wie kam das? Ich war 9 Jahre in Zwinger, am Zwinger Theater, dem Kinder- und Jugendtheater, des Theater- und Philharmonischen Orchesters Heidelberg, wie es damals hieß. Und da war ich 9 Jahre und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal ganz woanders hin. Und wollte erst. Du hast den großen, weiten Weg auf dich genommen und bist nach Mannheim. Nein, ich wollte erst freischaffend arbeiten. Ich wollte erst mal ein bisschen mehr malen eigentlich und weniger Theater machen. Und dann habe ich aber das tolle Angebot bekommen von der Andrea Gronemeyer im Schnabel. Das sitzt in der Feuerwache. Das ist das Kinder- und Jugendtheater vom Nationaltheater, ins Ensemble zu kommen. Und sie wollte auch Sky's the Limit explizit mitnehmen, dass ich das mitnehme. Weil sie das damals in Baden-Baden auf den baden-württembergischen Theatertagen gesehen hat. Und dann dachte ich erst, oh Gott, diesen alten Schinken wieder ausgraben, ist ja irgendwie auch strange, weil ich bin ja immerhin 6 Jahre älter jetzt und hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich dann als Autor zu sehr wieder die Fassung verändern will und mich verzettel. Und dann habe ich mir entschieden, okay, dann schreibe ich lieber ein neues Stück und mache das jetzt halt so in der alten Fassung. Und es funktioniert immer noch 1A. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Das ist ein Stück, das beinhaltet die Geschichte eines jungen Sprühers, der auf die Nase fällt. Aber man kriegt auch die Einblicke, wie toll Graffiti ist. Es geht schon in erster Linie um den Menschen, der das tut und den man so also besser verstehen kann. Es geht jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so dokumentarisch Graffiti zu erklären, weil ich glaube, das geht eh nicht. Da gibt es so viele Ansichten und das wollte ich eigentlich verhindern, jetzt irgendwie so eine Graffiti-Doku-Theater-Ding zu machen, sondern es geht schon um diesen Vincent Conrad, heißt der im Stück. Das ist ein Typ Sprüher, der ich nicht bin, aber es ist bestimmt auch ein alter Ego, der ich hin und wieder gerne gewesen wäre. Also er leistet sich halt echt die krassen Sachen. Wir sitzen ja hier, sag ich mal, im Bild von Bildern. Ne? Wir sitzen also sozusagen mittendrin im Geschehen. Du hast diese Ausstellung gemacht und du hast auch die Exponate extra für diese Ausstellung gemacht. Kannst du uns hier drüber ein bisschen was erzählen? Im Prinzip ist das die Grundidee. Bilder im Bild, ein Bild. Es ist die Decke gestrichen, es ist der Boden bemalt, alle Wände sind bemalt, alle Steckdosen sind neu gestrichen worden. Es ist ein Bild. Und man kann sich deswegen auch der Name Pieces, die einzelnen Bilder aus dem Bild heraus gucken, nehmen, umhängen oder einfach nur angucken. Überall, wo man hinguckt, sind Farben. Es ist halt nie so, dass das Auge sich so anständig ausruhen kann, wie in einem Museum oder sonst in anderen Galerien. Sondern man hat hier eigentlich immer zu tun. Nee, also wir drücken die Daumen von meinem Podcast. Wir finden ja, wie gesagt, du als Person, sag ich mal, bist ja sehr unterstützenswert. Weil, wie gesagt, so vielschichtig, glaube ich, ist kaum einer hier in der Region und das gehört unterstützt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.